Herr Brandes, wie haben Sie denn die zwei Konferenztage erlebt? Ich bin sowas von erstaunt, dass Sie als Studenten ein solch großes Symposium veranstalten können mit so einer perfekten Organisation. Es hat mich so beeindruckt. Ja, also da kann man nur sagen, nächstes Jahr weiter. Und Sie werden ganz berühmt mit dieser Veranstaltung in Deutschland. Vielen Dank, das freut uns sehr zu hören. Sie haben ja bei Aldi als langjähriger Geschäftsführer sehr viel Managementerfahrung sammeln können. Was würden Sie denn angehenden Führungskräften als Tipps mit auf den Weg geben? Also zunächst mal angehende Führungskräfte kennt man ja eigentlich nicht. Irgendwo fängt man ja neu an mit Lernen, nicht? Schule, Studium vielleicht. Dann ist man ja noch lange nicht in der Führung. Und allen würde ich immer empfehlen, Praxis, Praxis, Praxis. Das Leben kennenlernen, als Werkstudent oder auch als Schüler schon mal irgendwo arbeiten. Und auch nicht außer Acht lassen, eine Lehre zu machen. Oder vielleicht, was heute auch ganz attraktiv ist, finde ich, die dualen Studiengänge bei einem Unternehmen, verbunden mit dem echten Studium dann. Aber immer wieder Praxis, Praxis und das wirkliche Leben versuchen zu verstehen. Ich sag mal als Gegensatz, vielleicht ein bisschen Gegensatz zur Wissenschaft an der Universität, gesunder Menschenverstand nicht vergessen und nachdenken, mitdenken. Sowas ist so wichtig. Vielen lieben Dank für das Interview.